Internet gibt es unzählige Bushcraft- und Survival-Hacks, aber wie gut sind sie wirklich? Wir haben uns 7 davon rausgesucht, die wir heute mit euch testen wollen. Also los geht's. Also richtig scharf ist es nicht mehr. Super easy und praktische Methode. Es ist gut zu wissen, wie es funktioniert, man braucht es aber nicht. Ausgerechnet heute haben wir keine Tücher dabei. Und damit willkommen bei BDVenture, wir sind wieder Basti und Diana. Wir haben einfach mal was Neues auszuprobieren und seine eigenen Skills ein bisschen zu verbessern. Eigentlich solche Hack-Videos ja immer ganz gut. Ein oder zwei der Sachen, die wir euch gleich zeigen, kennen wir selber schon und den Rest haben wir noch nicht ausprobiert. Und wir sind gespannt, ob wir und ihr davon auch etwas in Zukunft gebrauchen können. Und deshalb starten wir auch jetzt schon direkt mit Hack Nummer 1. Randa. Der erste Hack ist so ein kleiner Ordnungshack und das ist eine Sache, die wir uns selber angeeignet haben, weil wir sie selber gesehen haben im Internet. Viele von euch werden es wahrscheinlich kennen. Man war unterwegs gewesen, hat einfach nicht mehr die Zeit oder Lust und stopft dann einfach sein Paracord irgendwie irgendwo rein und dann ist halt alles komplett verknotet, hat einfach keiner Lust drauf und es muss ja auch nicht sein. Dann gibt es halt viele verschiedene Methoden, wie man das dann aufwickeln kann, irgendwelche Techniken, die dann ganz spannend sind, aber häufig auch sehr kompliziert sind und die kriegt man dann oft gar nicht in seinen Kopf rein. Deswegen zeigen wir jetzt eine Methode, die wirklich einfach ist und die auch jeder einfach so umsetzen kann. Wir haben das meistens immer so, dass wir an einem Ende von unserem Paracord so eine kleine Schlaufe haben. Die brauchen wir zum Abspannen und so weiter, das ist immer ganz praktisch. Genau, und dann nimmt man diese Schlaufe hin, packt sie quasi zwischen Mittelfinger und Ringfinger, dann spreizt man Daumen und kleinen Finger so weit auf, wie es geht. Und dann beginnt man im Achterverfahren mit dem kleinen Finger zuerst hier das Ganze über die Handfläche hinweg zu wickeln. Immer schön über Kreuz, bam, bam. Bis man ungefähr, ich sag mal, 30 cm übrig hat, vielleicht auch einen Ticken mehr. Und dann geht man hinten um den kleinen Finger nochmal drum und geht dann von oben hier an die Handfläche ran und geht mit der Schnur dann hier durch und wickelt das Ganze jetzt hier auch noch ein paar Mal drum. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon von der Hand runternehmen. Wickelt das ganze Paket jetzt nochmal ein kleines bisschen hier zu. So, bis ihr ungefähr 3-4 Wicklungen habt. Geht dann in die vorletzte Wicklung rein und steckt halt einfach dann das Ende hier von hier rein, zack, und dann könnt ihr das ganze Paket schön festziehen und habt ihr im Endeffekt euer Paracord ordentlich zusammengepackt hier. So, und wenn ihr das dann wieder schnell griffbereit braucht, könnt ihr einfach dann hier an der Stelle, wo ihr eure Schlaufe habt, ganz easy dran ziehen. Wichtig ist, das ganze Bündel hier mit der anderen Hand so festzuhalten und im Endeffekt habt ihr dann hier auch keinerlei Knoten oder irgendwas Störendes drin. Super easy und praktische Methode. Den Paracord-Hack haben wir in unserer Routine schon komplett mit einbezogen. Wenn man es ein paar Mal gewickelt hat, dann hat man es auch ziemlich schnell drin. Und man hat seinen Paracord immer gut verstaut und man kann es auseinanderzippeln ohne Knoten. Ihr solltet es unbedingt mal ausprobieren. Wir finden den Hack super. Jetzt kommen wir aber schon zum zweiten Hack und dafür brauchen wir 4 Hölzer. Es geht darum, dass man aus diesen 4 Hölzern einen Stuhl baut, ohne dass man Seil, Schnur oder irgendwas braucht. Das Ganze wird irgendwie ineinander gesteckt und soll dann so halten. Ihr werdet ja gleich sehen. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, so wie er es in dem Video gemacht hat, machen wir es jetzt einfach mal nach. Er hatte 4 gleich lange Hölzer, die ungefähr gleich dick waren. Lass uns die mal irgendwie jetzt versuchen, ineinander zu verkeilen. Ich meine, 3 Beine hat ja jeder schon mal gemacht irgendwie, aber mit 4 Hölzern ist er nochmal irgendwie anders. Vor allem, wenn man nicht mal Schnur oder so. Am Anfang hat er so ein Kreuz gemacht wie du jetzt. Er hat so ein X gemacht. Und dann hat er von da einen rangelegt. Hier. Ja, aber jetzt muss ja irgendwas kommen, was den hier noch hält. Den untersten, oder nicht? So? Nee, hä? Warte mal. Aber warte. Doch, die Idee ist schon mal da. Jetzt ist der hier einfach nur oben drauf. Guck mal. Hä? Wir haben es mit reingeschaut. Wir haben es. Geil. Hä? Wir haben es mit 3. Du brauchst gar keine 4. 3 reichen? Nee. Also doch. Also. Schieb dir mal noch einen Ticken rein. Es reichen einfach 3. Hä? Geil. Ja, aber doch. Zeig mal her. Aber er saß ein bisschen höher, ne? Ja, das ist halt das Problem, ne? Man ist schon sehr, sehr niedrig jetzt so. Vielleicht braucht man den 4., damit das Ganze ein bisschen höher geht. Wenn man den jetzt noch irgendwo, ich hoffe, es fällt jetzt nicht auseinander, irgendwo mit drunter schiebt, dann geht das ja automatisch hoch, denke ich mal. Naja. Naja, klar, doch. Doch? Er hat mich so ein bisschen an Mikado irgendwie. Ich glaube auch, ja. Doch, ist schon ein gutes Stück höher jetzt als eben. Das sieht aus wie so ein Stern oder wie so ein Hashtag oder so. Siehst du das? Mhm. Setz dich mal drauf. Aber er hat es alleine gemacht. Nee, wir haben es jetzt zu zweit gemacht. Ja, egal. Setz dich mal drauf. Ich habe Angst. Das hält? Das hält. Das hält einfach. Oh. Naja. Man rutscht zwischendurch, ne? Also man darf nicht zu viel zappeln. Ich finde die Idee von diesem Verkeilen schon alleine total gut. Man sitzt halt nicht auf dem Boden. Ich finde es okay.
Ich glaube, man benutzt es nicht als dauerhafte Lösung, aber es ist halt wieder so ein Ding so, es ist gut zu wissen, wie es funktioniert, man braucht es aber nicht. Wie geil wäre denn das, wenn man das Ganze einfach mal in komplett groß machen würde? Wenn man jetzt die Hölzer nehmen würde, einfach mal dreimal so lang, die auch so verkeilen und dann einfach nur eine Plane rüber. Dann hast du ja quasi... Ja, das ist ja schon wieder ein Shelter fast. Ja, dann hast du quasi ein Shelter, wie so eine Art Tipi, was aber so richtig flach auf dem Boden liegt. Klar, ich meine, ja. die Nutzfläche drin ist dann wahrscheinlich nicht so geil, aber du musst halt nicht viel machen. Du musst nichts irgendwie verknoten, du musst es ja nur so ineinander stecken wie das Ding hier. Ja, eigentlich schon. Müsste man irgendwie mal ausprobieren. Jetzt hast du schon mehr, als hast du eine Tippi-Idee, eine Bauidee. Jetzt habe ich eine Low-Profile-Tippi-Idee. Okay. Wenn ich so mache, was passiert dann? Dann rutscht es. Doch, es geht. Ja, doch. Es ist schon stabil, aber man fühlt sich trotzdem ein bisschen unsicher. Ja. Der nächste Hack, den wir gesehen haben, ist vielleicht ganz interessant für all diejenigen, die länger draußen unterwegs sind oder auch als kleiner Survival-Hack irgendwie. Ja, um was geht's? Es geht darum, sein Messer zu schärfen, wenn es stumpf geworden ist. Ganz einfache Sache, wenn man was zum Schleifen dabei hat. Wenn nicht, wird es schwierig. Häufig ist es so, dass man sich dann einfach mit einem kleinen flachen Stein behelfen kann. Was aber auch nicht immer möglich ist, wenn man nicht immer flache Steine zur Verfügung hat. Was man viel häufiger zur Verfügung hat, ist Erde bzw. ja, so sandartigen Boden. Lehmartig wäre fast noch besser, würde ich sagen. Dafür benötigt man einfach nur irgendwie eine Fläche. In dem Fall haben wir jetzt hier so eine saubere Schnittkante von einem Stück Holz. Da schmieren wir jetzt einfach ja, so ein bisschen von dem Zeug, was wir jetzt gleich zeigen, drauf. Versuchen dann damit unser Messer zu schärfen. Dafür haben wir jetzt hier so ein bisschen Wasser vorbereitet. Das kippen wir jetzt hier auf diesen sandigen Boden. Dann vermische ich das Ganze so ein bisschen hier mal mit meinen Pfoten. Ich glaube, man muss darauf achten, dass man nicht so irgendwie so eine gröberen Dinger drin hat. Wir wollen ja eigentlich nur Sand. Ja, Lehm haben wir gar nicht, egal wie tief wir hier buddeln, ne? Ja, Lehm wäre am besten, glaube ich. Also Lehm wäre halt das Nonplusultra. Ich meine, es soll ja auch für eine Survival-Situation gedacht sein, wo du einfach nichts anderes hast. Und dann musst du dich ja mit dem behelfen, was du hast. So, ich schmier jetzt hier halt einfach drauf. So, genau. Ja, wir haben jetzt hier unser Hulterforce. Also richtig scharf ist es nicht mehr. Siehst du das, ja? Mhm. So, ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir das jetzt mal hin, dass das hier durch die Methode ein bisschen schärfer wieder wird. Also keine Ahnung, ob ich es richtig mache. Jedenfalls hat er das auch irgendwie so gemacht. Und im Endeffekt sollte das Messer dann wieder scharf sein. Wenn da vielleicht noch so kleine Steine oder so mit drin sind, dann machst du dir halt schon so eine Krater da rein. Dann machst du dir Riefen, ne? Machst du dir richtig schöne Riefen da rein. Ja, es ist halt... Es ist halt einfach für so eine Notsituation oder genau. So. Du hast halt alles vergessen, du hast keinen Schleifstein dabei, du hast keinen Stein in der Nähe oder so und benutzt es dann halt... So, naja, jetzt habe ich mal so ein bisschen das darüber gezogen und jetzt gucken wir einfach nochmal, ob sich irgendwas verändert hat. Ich habe jetzt hier einfach nochmal Holz. Also wie gesagt, es wird wahrscheinlich jetzt nicht die Nonplusultra-Lösung sein. Aber wie du schon gesagt hast, für eine Survival-Situation ist das gar nicht mal so verkehrt. Man könnte mit der Methode wahrscheinlich sogar seine Axt schärfen. Es wäre besser, wenn man lehmartigen Boden hätte. Haben wir aber nicht, kann man sich nicht immer aussuchen. Und jetzt machen wir aber weiter mit dem Messer, denn das brauchen wir für den nächsten Hack. Wir haben mehrere Videos gesehen, wie man aus einem Messer ein Zugeisen macht. Und genau dasselbe wollen wir jetzt auch ausprobieren. Dafür braucht man nur ein Holz, ca. 20 cm lang. Und dann müssen wir die Spitze des Messers in das Holz prügeln. Meinst du noch ein bisschen? Ach, ich mach noch ein bisschen. Und ticken. Okay, ich glaube, das ist ganz gut. Wir haben auch gesehen, dass manche jetzt hier oben und hier unten Paracord drum wickeln. Vielleicht, damit sich das Holz nicht so schnell spaltet. Aber wir lassen das jetzt einfach mal so. Einfach mal ein bisschen entrinden oder was? Ja, ich finde aber, man sollte schon ein größeres Messer nehmen, ne? Guck mal, ich habe jetzt keine große Klinge, ne? Finde ich ganz gut. Guck mal. Kannst du richtig Material abtragen oder was? Ja. Meine Angst war erst, dass man irgendwie abrutschen könnte und dann geht das Messer raus, wenn man seine Hände nämlich hier hat. Ich glaube, wenn du es rausziehst, dann reißt du es ja eher seitlich nach hinten. Und vielleicht die Finger nicht komplett hier rum, sondern ein bisschen mehr außen hier. Dass, wenn es wirklich abrutscht, dass man nicht direkt die Hand trifft. Ich glaube, beim nächsten Mal probiere ich das wirklich aus mit einem viel größeren Messer. Dann geht das richtig krass. Guck mal. Geht so schon voll geil irgendwie. Ja. Mit einem größeren Messer, richtig geil. Ich finde die Idee, aus einem Messer ein Zugeisen zu improvisieren, super. Natürlich, wenn man weiß, man baut im Lager, nimmt man sich ein richtiges mit. Aber wenn man gerade keins zur Hand hat, ist es eine klasse Idee. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Das wäre fast schon ein eigenes Video wert. Das wäre das Thema Hygiene. Aber einen kleinen Teil davon wollen wir heute schon ansprechen.
Wir haben immer Toilettenpapier dabei oder biologisch abbaubare Feuchttücher. Kannst du mir Tücher geben, bitte? Ausgerechnet heute haben wir keine Tücher dabei. Ich habe keine Tücher dabei. Was mache ich jetzt? Improvisieren. Freunde, wenn man das hier vergessen hat, ne, dann muss man sich ja irgendwie zu helfen wissen und dann kann man halt einfach Moos nehmen. Warum nicht? Ich meine, es ist das Normalste der Welt. Jeder muss auch mal sein großes Geschäft verrichten. Aber ich wollte noch mal ein, zwei Worte darüber verlieren. Uns sind ein paar Sachen aufgefallen, und zwar finden wir immer irgendwelche Rückstände. Das heißt, wir finden irgendwelche Taschentücher, irgendwelches Papier, auch Babytücher und so weiter, wo die Leute ihr Geschäft verrichtet haben, was dann einfach irgendwo in der Natur rumliegt, und das muss ja nicht sein. Natürlich sollte man immer darauf achten, dass man seinen Kram ordentlich vergräbt, und vor allem sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man Tücher verwendet, die auch wirklich verrotten. Babytücher mit irgendwelchen Synthetikanteilen, die sollte man wirklich meiden. Ja, ansonsten sucht man sich natürlich irgendwie einen Spot, der geschützt ist, man möchte ja nicht gesehen werden, und am besten sucht man sich halt irgendwie so einen umgestürzten Baum oder so, den kann man halt als Donnerbalken verwenden, hockt man sich drüber und kann dann entspannt sein Geschäft verrichten. Natürlich danach alles wieder ordentlich sauber vergraben, dass man davon gar nichts mehr sieht. Wenn man kein Papier zur Verfügung hat, dann sollte man sich sein Moos natürlich vorher ordentlich vorbereiten. Und dann ist auch alles paletti. Ja, Moos ist jetzt nicht super angenehm, aber wirklich in einem großen Notfall funktioniert das ganz gut. Es gibt eine Sache, auf die hat wirklich niemand Bock. Und zwar, wenn man unterwegs ist und einem reißt der Schnürsenkel. Und da haben wir einen ganz guten Hack gesehen. Da hat nämlich jemand die Schnürsenkel gegen Paracord ausgetauscht. Denn Paracord ist um einiges robuster und selbst ist Paracord auch noch nie kaputt gegangen. Und man kann in einer Survival-Situation die Ummantelung von Paracord als Schnürsenkel verwenden. Und die Stränge, die in diesem Paracord drin sind, die kann man dann für was auch immer man sie braucht, weiter benutzen. Ich hätte den Hack gerne an meinen Stiefeln ausprobiert, aber leider haben wir nur olivgrünes Paracord, deswegen passt es hier bei Basti seinem Schuh besser. Ich habe jetzt dieselbe Länge ausgemessen, die auch die Schnürsenkel haben, und ich habe hier an der Seite, habe ich das auch noch mal kurz angeflammt, einfach damit es einfacher durchzuziehen ist hier bei diesen Schlaufen, die an dem Schuh sind. Ja, und jetzt versuche ich das hier einfach mal durchzufriemeln. Alter, was war denn das? Was war das? Das war ein blauer Käfer oder so, ne? Blaukäfer. Stammt von der Blaumeise ab. Ah! Ja, Freunde, im Grunde gar nicht so verkehrt, die Schnürsenkel gegen Paracord zu tauschen. Es soll nur passieren, dass, wenn das Paracord am Anfang noch relativ neu ist und die Oberfläche so glatt ist, dass der Schuh dann häufiger mal aufgeht, aber das soll sich mit der Zeit dann legen. Aber ich finde, generell ist es gar keine so schlechte Idee, das wirklich auszutauschen, denn es gibt ja auch Survival-Paracord und da ist dann so Angelschnur mit drin oder eine Schnur als Zunder. Und das passend, also die passende Farbe vom Paracord, passend zum Schuh, wäre doch eine echt geile Idee und für einen Langzeittest auch gar nicht mal so schlecht. Ja, Freunde, ihr habt es gesehen, wir haben eben dieses Feuerzeug hier verwendet und damit kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Hack. Das ist auch wieder einer von den Hacks, die wir so schon gesehen haben und selbst übernommen haben. Einfach um so ein gewöhnliches Feuerzeug, wir verwenden immer die Feuerzeuge von Big, haben wir die besten Erfahrungen mitgemacht, und da kommt dann halt einfach Panzertape drum. Ja, es gibt ja verschiedene Stärken von diesem Panzertape. Wir verwenden immer ein relativ dickes. Ja, warum macht man das Ganze? Man wickelt das deswegen hier drum, einfach damit man ja eine Möglichkeit hat, wenn man mal irgendwas flicken muss, dies, das. Ich glaube, ihr wisst selber, wofür man Panzertape alles verwenden kann. Was viele aber vergessen dabei, ist einfach, dass man das Panzertape auch als Zunder verwenden kann. Ja, ich höre schon die Aufschreie, Plastik und so weiter anzünden ist natürlich nicht geil, aber in dem Sinne ist es auch wieder ein kleiner Survival-Hack, einfach weil der Kram wirklich gut brennt. Ne, und man hat halt nicht immer seinen Feuerstahl da, und gerade wenn halt schlechte Wetterbedingungen sind, ist es eine Sache, wo das Ganze wirklich gut funktioniert. Denn, ich kann es euch mal kurz demonstrieren, man nimmt sich einfach ein kleines Stück weg, tut es vielleicht so ein bisschen ja, ineinander pupseln hier so, dass ihr dann einfach so ein kleines Stück habt, zündet es kurz an. Also eine wirklich coole Sache, um damit ein Feuer zu starten. Ja, wir haben uns das so angewöhnt, immer was dabei zu haben. Stört nicht, nimmt keinen Platz im Rucksack weg oder so. Wir haben auch schon gesehen, dass Leute sich da irgendwelche Nadeln reinmachen. Auch ganz praktisch. Also ein nettes, kleines, cooles EDC-Tool. Und wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie man mit einem kaputten Feuerzeug trotzdem ein Feuer anbekommt, dann schaut euch unbedingt auch dieses Video an, da zeigen wir euch das. Es waren heute sehr interessante Hacks mit dabei. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Hacks wir als nächstes ausprobieren sollen. Und ich würde sagen, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.